ihr seid gut drauf. Das ist nicht immer so, weil wenn man als Künstler auftritt, ich komme nämlich gerade frisch vom Kreuzfahrtschiff und das ist immer schwierig. Ne? Die eine Hälfte vom Publikum so alt, dass man sich fragt, ne, ist es noch eine Kreuzfahrt oder schon schwimmende Sterbebegleitung? Ne? So. Und die andere Hälfte, ne, oft schwierige Leute, ich habe die kennengelernt am Karaoke-Abend und am Karaoke-Abend ist ein junger Mann aufgetreten, hat sich selber angekündigt mit dem Titel Onkel Ralf. Ja? So. Onkel Ralf war so ein Lustiger aus dem Frankenland, der hat so lustige Sachen gesagt wie, oh ja, ich mache mir einmal zwei Kreuzfahrten, eine mit der Frau, eine mit der Sekretärin, ja. Schon gedacht so, ach scheiße, Alter. Und dann hat er, bevor er seinen Song gesungen hat, er so einen lustigen Trinkspruch losgelassen. Und der lustige Trinkspruch ging ungefähr so, ja, richtig feiern können die Bayern, richtige Schlawiner sind die Wiener, aber tut sich eine Frau nach dem Sex bedanken, dann war's der Onkel Ralf aus Unterfranken. Und die Hälfte hat so reagiert wie so, die andere Hälfte, yeah! Auch eskaliert, ne? Onkel Ralf haben sie aufgezogen, wie ihn zum Bürgermeister gewählt. Es war schwierig, ne? So. Dementsprechend schön, hier zu sein. Ich freue mich immer, andere Leute kennenzulernen. Mal applaudieren, wer ist nicht aus Baden-Württemberg heute Abend? Mal applaudieren, wer sind die? Ich frage vorsichtshalber, aber sind wir unter uns oder sind Leute aus dem Saarland heute Abend da? Ja. Wirtschaftsflüchtlinge? Nein? So, das Ding ist, ich mag Leute aus dem Saarland ganz gerne. Ich bin immer irritiert, wenn die reden. Ne? Ich weiß noch, als ich das erste Mal im Saarland war, wie irritiert ich war beim saarländischen Sandmännchen. Dieses, nun liebe Kinder, gebt fein acht. Ich kann euch etwas mitgebrungen. Ja, so. Schwierig, aber lustig ist halt, wenn die mit einem reden, weil die sagen konstant nicht das Wort nehmen, sondern sagen stattdessen immer das Wort holen. Ich mache ein paar Satzbeispiele, die original so aus dem Mund vom Kumpel von mir gekommen sind. Der Satz zu sagen wie, mein Freund hier hat jetzt 5 Kilo abgeholt. Oder der schwitzt so viel, der holt kein Blatt vor den Mund. Ja? Da habe ich gemeint, sag mal, Stefan, sagt dir das immer auch, die Polizei, wenn die jetzt gerade jemanden erwischen, der ein Auto aufbricht, so, sie sind festgeholt. Ja, oder deine Freundin ruft ja auch, hol mich. Hol mich fester. Ich weiß nicht. Und es mag ein Zufall sein, aber ich war neulich im Saarland, hat einen Auftritt gehabt und direkt neben der Location war so ein sehr großes Gebäude, 9 Stockwerke und in 2 Meter großen Leuchtbuchstaben stand dran, Erotikfachmarkt. Und das war viel zu groß für einen Sexshop. Das war, sah eher aus wie Erotikbaumarkt. Ja? Hab ich gefragt, ob es genauso ist wie in einem Baumarkt, wenn man reinkommt, sag mal hallo, mein Freund hat mich hergeschickt, wir brauchen einen Dichtungsring. Ja? Weil das war viel zu groß für einen Sexshop. Ich weiß, wie ich mich gefühlt habe, als ich das erste Mal in so einem Sexshop war. Ich habe mich gefühlt wie Harry Potter in der Winkelgasse. So, ich bin reingekommen, so ein Türchen, so durch den Gang, man kommt in den Raum, es riecht komisch, das Licht ist rot und so ein Gnom sitzt hinter so einem Tresen. Welchen Zauberstab wählst du? Ja, also, Erotik-Fachmarkt. Aber ich habe ja auch gehört, hier Frauen im Raum. Ihr geht nicht mehr in den Sexshop, ihr verkauft euch den Kram gegenseitig. Mal applaudiert, wer war schon mal auf so einer Party? Lauter Dildo-Fäden, ja, ist gut. Schön. Meine Freundin war auf so einer Party, kommt nach Hause, hat einen riesen Karton in der Hand, knallt ihn auf den Tisch, meint so, pum, Jens, richtig geil, ich habe richtig viel Geld ausgegeben, wir müssen nichts mehr selber machen. Ich so, okay, okay, okay. Ich guck rein, zeig mal den Thermomix. Fachmarkt. Ich habe die ganze Zeit dieses Bild im Kopf und denke, diese Baumärkte. Ich muss mal kurz euch fragen, in was für Baumärkte geht ihr denn einkaufen? Mal applaudieren. Wer war schon mal im Hornbach? Mal applaudieren. Ja. Wer war schon mal im Bauhaus? Gegen Ruhr? Ja. Das wird ein bisschen heikel. Wer war schon mal im Tum? Aber was ich gemerkt habe, ist, dass die Slogans, die die Baumärkte im Fernsehen für die Werbung benutzen, genauso für Sexshops funktionieren würden. Ne? Hornbach, yippie ja, yippie yippie yay. Oder Bauhaus, wenn's gut werden muss. Ne? Am besten ist natürlich tun, Respekt, wer es selber macht. Also. Was zu mir, ich bin 37 Jahre alt und das ist jetzt so ein Alter, wo ich mir Sachen abgeschminkt habe, zum Beispiel, dass irgendwann was Cooles über mich in der Zeitung steht. Da steht jetzt nicht mehr, junger Mann überfällt Tankstelle, sondern eher so, älterer Herr belästigt Frauen im Park. So. Das ist mein Ding. Und ich versuche
Ich versuche da so ein bisschen entgegenzuwirken und ich habe mich unter anderem tätowieren lassen, um ein bisschen härter zu sein. Ich weiß nicht, ob man das überall erkennt, aber ich habe auf dem Arm eine Tätowierung und das ist der Bösewicht aus dem Film Planet der Affen. Ja? Und es ist eine wahre Geschichte. Ihr glaubt nicht, wie oft in den letzten 10 Jahren jemand zu mir gekommen ist, auf das Tattoo gezeigt und dann gesagt hat, hey, ist das Oliver Kahn? Und ich gebe zu, die sehen sich ein bisschen ähnlich. Aber ganz ehrlich, ich würde mir keinen Fußballer tätowieren lassen. Ja, gut, ein Kumpel von mir, der hat sich einen Fußballer tätowieren lassen, wobei man sagen muss, der ist ein bisschen eingeschränkt, ne? Der hat starke Neurodermitis, da ging halt nur Franck Ribéry. Aber Tattoos sind ein schwieriges Thema, ne? Also ich habe es auch neulich gemerkt, ich war bei meinem Stammtätowierer und vor mir war ein junger Mann, der versucht hat, sein Motiv zu erklären, das er gerne haben möchte. Und das Ganze war in Ludwigshafen, deswegen kurze Übersetzung, BAM heißt Baum, ja? Also ich wurde quasi Zeuge folgender Performance. Ah ja? Also ich will auf dem Arm, will ich so ein BAM haben. Und die Wurzeln von dem BAM müssen Elmo um den Arm rumgehen. Und die Krone von dem BAM wird so Gehirn. Mit dem lila Schatten, dass man denkt, dass der Baum A denkt. Und mein Tätowierer war so mega unbeeindruckt und gemeint so, ja cool, aber warum zur Hölle willst du das? Er gemeint, ja, das ist voll individuell, das hat kein anderer. Alles klar, Jens, was willst du? Ich sag, das klingt super, das nehme ich auch. Also man mag es nicht ansehen, aber ich mag diese Atmosphäre da total gerne und das mag vielleicht auch einer von den Gründen sein, warum ich selber 2 Jahre lang als Piercer im Piercing-Studio gearbeitet habe. Und ich muss sagen, es war ein cooler Job, vor allen Dingen der erste Arbeitstag, ne, als der erste gekommen ist. Junger Mann war mega nervös, so, oh, was ist mein erstes Piercing? Ich so, oh, meins auch! Ja, also, sofort verstanden. Und eine Sache ist eine Piercing-Studie passiert, die ich euch gerne erzählen möchte. Und zwar stand ich halt an dem Tresen und dann geht die Tür auf und es kommt das schönste Mädchen rein, das ich zu dem Zeitpunkt gesehen habe. Wahnsinn, ja? Also die Zeit ist so langsamer gelaufen, es hat sich alles wiederholt, Musik ist eingeblendet vor, die Herren im Raum kennen es vielleicht vom Tor des Monats, ne? Also auf jeden Fall, die war wunderschön, dann kommt die rein und sagt so, hi. Dann habe ich auch gesagt, hi. Und dann hat die gemeint, macht ihr auch so Intim-Piercings? Und es ist ganz schwierig, wenn der Kopf sagt, yes! Dass man nur sagt, aha. Und dann habe ich gesagt, aha. Und sie hat gesagt, gut, macht einen Schritt zurück, macht die Tür auf, sagt, Mama, du kannst reinkommen, die machen das hier drin. Und dann musste ich ihre Mutter piercen. Und ich sage, das ist ein ganz schwieriger Modus, die Eltern von der neuen Freundin kennenzulernen. Ja? Ich wollte alles von ihr wissen, aber nicht, wo sie herkommt, ja, also. Und das Ding ist, ich kann mich gut an die Situation erinnern, ich kann mich schlecht an das hier erinnern, ja, weil ich bin Mann und wir vergessen das. Das ist der Grund, warum wir Pornos gucken, ja, so. Weil wir können uns nicht daran erinnern, es ist immer so, ah, ja, okay, ne, also es ist ganz schwierig, sich das zu merken, ja, und das ist auch so, dass das hier hat ganz viele unterschiedliche Formen und Farben. Ne? Es gibt diese ganz verschiedenen Modelle. Es gibt den lilanen Schmetterling, ja? Den kleinen Mann im Kanu, der vertikale Hamburger. Ja? Also, all das gibt es. Aber wenn selbst ein ausgebildeter Kunststudent keine Vorlage hat, hier direkt abzeichnen kann, alles, was wir aus dem Kopf malen können, ist ein Loch mit Ohren. Ja? Also, so, wir können uns das nicht merken. Und es gibt einen Beweis dafür, dass wir das nicht können. Und zwar unweit von Mannheim in Schipperstadt gab es einen Fall, wo ein Frauenarzt angezeigt worden ist, weil der Fotos von den Unterleiben seiner Patientin fotografiert hat. Ja? Ich meine, wie schlecht ist das Gedächtnis von diesem Arzt? Ne? Also auf jeden Fall, der ist angezeigt worden von der Polizei und die sind quasi von Patientin zu Patientin gegangen und haben eine Art Sammelklage gemacht mit so einem Katalog und die waren unter anderem auch bei der Kollegin von meiner Mutter, Zitat von ihr, ich habe das ganze Buch durchguckt, ich habe mich nicht gefunden. Ja, also auch Frauen können sich das irgendwie nicht merken, was mich nur zu einer Schlussfolgerung führt, ne? Wenn ich irgendwann mal doch eine Tankstelle überfalle, dann im Vagina-Kostüm. Ne? So. Es wird sich keiner an mich erinnern, ne? Wenn dann der Phantomzeichner kommt, ist er denn auch so, oh, keine Ahnung, so doch mit Ohren. Ne? Also, das ist auf jeden Fall passiert. Also, ich kann noch eine Geschichte vom Kreuzfahrtschiff erzählen. Was ein bisschen weird war, war, dass mein Koffer zu spät auf die Kabine gekommen ist. Und also folgendes passiert, mein Koffer kam zu spät auf die Kabine und ich habe gedacht,
irgendwas stimmt nicht, weil ich habe ihn aufgemacht und ich falte meine Unterhosen normalerweise nicht. Ja? Und dann lag ein Zettel drin und da stand: Sehr geehrter Herr Wienand, wir mussten Ihren Koffer aufgrund einer Bombenwarnung öffnen. Ich dachte, das ist krass, was habe ich denn dabei gehabt? Was habe ich denn dabei gehabt? Ich habe mitgebracht, was dabei war. Deswegen gab es Bombenwarnung in Frankfurt. Alter, wie enttäuschend war das für den Typen von dem Bombensprengkommando? Oder wenn der seinen Helm anzieht und seinen Schutzanzug und so. Okay, und er kommt nach Hause und sagt: Schatz, hast du die Welt gerettet? Und so, naja, geht so. Ne? Also, entweder hatten sie einen mega schlechten Bombenspürhund oder einen Schäferhund, der mega Bock auf Party gehabt hat. So, who let the dogs out? Naja, auf jeden Fall, das ist passiert. Und seitdem das passiert ist, habe ich ein bisschen Angst, auf so einer Liste zu stehen vom Verfassungsschutz für Menschen, die eine Gefährdung für Deutschland darstellen. Ist das nachvollziehbar? So, ja, ne? Und es gibt so ein paar Sachen aus meinem Privatleben, die, ich sag jetzt mal, gegen mich laufen, denn aktuell trinke ich keinen Alkohol. Ich esse kein Schweinefleisch. Wenn ich den Bart jetzt noch ein bisschen länger wachsen lasse, bin ich richtig gefickt. Ne? Also, das auf jeden Fall, das ist passiert so in meinem Leben. Und ich habe eine Motivationstrainerin. Mit der treffe ich mich einmal im Monat und wir reden zusammen. Und die kommt aus Russland und hat den in Deutschland etwas untypischen Vornamen ISIS. Und die schickt mir ab und zu motivierende SMS. Das heißt, ich kriege regelmäßig SMS von ISIS und da stehen so Sachen drin wie: Wir glauben an dich. Es ist kein Traum mehr, wenn du es machst. Neulich hatte ich einen Auftritt, hat sie geschrien: Knall sie weg! Ja, also. Ganz schwierig. Ne? Ich merke das auch immer in der Reaktion, ist immer so ein Ho-Ho-Ho-Lachen. Ne? Aber das ist auch einfach, weil die Welt zynisch geworden ist. Ne? Das habe ich auch neulich gemerkt. Ich war Kaffee trinken im Café Balzac. Ich weiß nicht, ob man das kennt hier. So eine Kaffeekette ähnlich wie bei Starbucks. Ich wusste über Balzac gar nichts, außer, dass es ein berühmter Dichter ist. Also habe ich mir den Wikipedia-Artikel von Balzac durchgelesen. Balzac ist der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der je an Kaffee gestorben ist. Nimm das Kaffee nach dem benannt. Alter, wie zynisch ist das bitte? Da habe ich gedacht, das ist ein Einzelfall. Ist es nicht, weil unweit von Mannheim in Worms gibt es das Lincoln-Theater. Abraham Lincoln ist in einem Theater erschossen worden. Das ist doch zynisch, oder? Da gibt es ja so eine perverse Marketingagentur, die Sachen danach benennt, wo Leute gestorben sind. Sagen die auch so: Hier für Sie, die Hotels wie Barsche. Mit extra großer Badewanne. Ja. Der Rettungsfallschirm Möllemann. Der Festnetzanschluss Mooshammer. Ja, man weiß es nicht. Ja. Und ich denke da manchmal, dann hätte ich gerne diese geile Werbung wieder zurück, die es früher gegeben hat, die nichts mit dem Produkt zu tun hatte, so Ende der 90er Jahre, weiß nicht, ob ihr die noch kennt, so, wo der Typ ungefragt in die Wohnung von der Frau gekommen ist und gesagt hat: Ich habe gar kein Auto. Das war Werbung für Kaffee, es hat nichts mit dem Produkt zu tun gehabt. Die andere Werbung, wo eine Frau in der Küche steht, kein Gerät ist angeschlossen, sie ist mega gestresst, hält so ein Glas in die Hand und sagt: Ich habe einen neuen Nachbarn. Den finde ich richtig gut. Aber meine Gläser sind so stumpf. Was ist denn das für ein Problem? Ich kenne keinen einzigen Mann, der je in seinem Leben gesagt hätte: Ey, meine Nachbarin ist echt scharf. Aber die Gläser sind halt echt stumpf. Ja? Das ist nie passiert. Und die geilste Werbung, die es seit der Zeit gab, war folgende. So, ich brauche so ein bisschen eure Fantasie. So, hinter mir sind so zwei gezeichnete Berge. Und dann kommt in so 80er-Jahre-Animation kommt so ein kackbrauner Adler angeruckelt. Ne? So. Und dann kommt so eine mystische Stimme und die mystische Stimme sagt: Fernet Brocken. Man sagt, er habe magische Kräfte. Ich weiß nicht, ob von euch mal jemand Fernet Brocken getrunken hat, aber selbst wenn du vorher magische Kräfte hattest, die sind weg. Ja, mit Fernet Brocken hätte Voldemort Harry Potter im ersten Band ausschalten können. Ja. So, das ist wie früher gegeben hat, gibt es nicht mehr. Die Leute sind faul geworden, schreiben nur noch ihr Produkt an den Laden und schreiben hinten dran: Und mehr. Kennt ihr den Läden? Bäderzubehör und mehr. Bin ich mal reingegangen, was hat denn außer Bäderzubehör? Nix. Ja, also, ich bin mir verarscht vor. Ich bin an den Laden vorbeigefahren, Beerdigungen und mehr. Das hat mir Angst gemacht, ja. Also, wo von dem Produkt setzen die bitte ein? Ja? Ich bin sicher, wenn Hemingway das Buch heute schreiben würde, es würde einfach heißen: Der alte Mann und mehr. Ja, so. Zum Schluss, bevor ich gehe, noch eine kurze Frage an euch. Wer von euch hat denn hier Flugangst im Raum? Mal applaudieren, wer hat denn Flugangst? Ja, es gibt mehr Leute, die Angst haben zu applaudieren, das ist okay, ja. Aber kurz um das zu erklären: Flugangst ist das konstante Signal des Kopfes an den Körper, dass man jetzt stirbt. Ne? Also man sitzt im Flugzeug und alles, was man denkt, ist: Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Das ist relativ anstrengend auf so einem 8-Stunden-Überseeflug, ja? Wenn dann der Steward kommt und fragt, haben Sie noch Wünsche? Und man sagt: Ja, eigentlich rustikal. Ja, also.
es wird besser. Ja? Es wird besser bei jedem Flug, den man macht. Und bei mir wird es immer besser bei jedem einzelnen Flug, weil die Verletzungen dann geringer werden. Ne? Also mein Kopf macht dann das hier. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Querschnittsgelähmt, 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 blauer Fleck, ah, gelandet! Und traditionell gibt es immer ein Arschloch, das anfängt zu applaudieren. Das bin ich. Mein Name ist Jens Wiener, schön, dass ihr zugehört.